Im Film geht es nicht um irgendeinen Bösewicht, der anderen androht, sie zu verprügeln, wenn sie nicht tun, was er sagt. So würde Unterdrückung in der realen Welt einfach nicht funktionieren. Der Film zeigt besser als jeder andere, den ich kenne, wie die Gedankenkontrolle funktioniert und wie die hinterhältigsten, bösartigsten Menschen der Welt tatsächlich die Macht bekommen, die sie haben, um mit dieser Macht ihre Gräueltaten zu begehen. Sie tun es nicht trotz der guten Menschen, sondern mit Hilfe der guten Menschen. Der Film zeigt anhand einer Sklavenplantage, wie die erfolgreichsten Unterdrücker vorgehen. Egal, ob es dabei um ein ganzes Land oder eine Plantage oder was auch immer geht. Sie tun es kaum mit roher Gewalt, sondern benutzen psychologische Methoden. Sie arbeiten mit Manipulation, mit Täuschung, mit Einschüchterung, also mit allem, was die Unterdrücker in der Menschheitsgeschichte dazu benutzt haben, um gute Menschen dazu zu bringen, ihnen zu gehorchen und ihnen die Macht zu geben, sie zu unterdrücken. Es ist immer die gleiche Methode. Das beschreibt Mr. Smith, als er Mr. Jones erklärt, dass das Spiel immer das gleiche bleibt, egal ob auf einer Plantage, in einem Land oder auf der ganzen Welt. Die Plantage ist im Film nur eine Allegorie, um das zu zeigen. Hoffentlich bringt es die Menschen dazu, zu erkennen, wie sie benutzt, manipuliert und getäuscht werden und wie sie trotz ihrer besten Absichten unabsichtlich einigen dieser schlimmsten Menschen der Welt zujubeln. In der ursprünglichen Version mit den Bildern war Mr. Smith ein Weißer. Als ich das Drehbuch für den Film geschrieben habe, habe ich schnell entschieden, dass er ein Schwarzer und ein ehemaliger Sklave sein soll. Erstmal sollte es nicht um Schwarz oder Weiß gehen. In der Ursprungsversion waren alle Weißen böse und alle Schwarzen gut. Aber die Hautfarbe sollte keine Rolle spielen. Die Weißen sind böse und die Schwarzen sind gut. Das wäre zu einfach gewesen. Aber darum geht es nicht. Es geht um einzelne Menschen und um die Art und Weise, wie diese die Menschheit ans Messer liefern. Das betrifft Mr. Smith, einen hundertprozentigen Soziopathen, die Plantagenbesitzer, die von einem vollkommen menschenverachtenden System profitieren, aber auch die Sklaven oder Arbeiter, wie sie Mr. Smith nennt, die allesamt auf das Prinzip Teile und Herrsche und so weiter hereinfallen. Sie machen einfach mit, als ob es das Natürlichste der Welt wäre, Menschen zu besitzen, nur weil es schon immer so war. Ich hatte das Gefühl, dass wir klarstellen müssen, dass es hier nicht um Schwarz oder Weiß geht. Es geht nicht um Schwarz oder Weiß, es geht nicht um Rassenzugehörigkeit. Es geht um Menschlichkeit. Und es geht um Menschen, die auf unterschiedliche Art und Weise damit scheitern, ihr Potenzial auszuschöpfen. Die einzige Ausnahme ist Samuel. Er ist der einzige wirkliche Held. Es ist klar, dass viele daraus ein Rassismusthema machen wollen. Das ist es aber nicht. Für mich wurde es dadurch noch schwieriger, Mr. Smith in der Filmversion zu einem ehemaligen Sklaven zu machen, um zu zeigen, dass er der Schlimmste der Schlimmsten unter den Normalsterblichen ist. Aber wie gesagt, ich wollte das ganze Spektrum der Möglichkeiten zeigen, menschlich zu versagen, wenn Menschen ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Das ist das große Thema in diesem Film. Die meisten, die Tyrannei und Ungerechtigkeit ermöglichen, sind keine schlechten Menschen. Sie fallen nur auf die Tricks der ganz wenigen tatsächlich bösartigen Psychos auf der Welt herein, die in Machtpositionen sind. Ich möchte, dass die Menschen erkennen, dass sie höchstwahrscheinlich selbst auf der falschen Seite gestanden hätten. For the lies and the deceptions of Mr. Smith.
dass sie auf die Lügen und Täuschungen von Mr. Smith hereingefallen wären. Die Geschichte zeigt, dass das immer wieder so passiert ist, wie unter Hitler, Mao, Stalin, man kann die Liste beliebig fortsetzen. Als sie an die Macht kamen, haben ihnen Massen aus begeisterten Menschen zugejubelt. Das waren keine schlechten Menschen. Sie wurden nur überlistet und ausgetrickst. Sie wurden dazu gebracht, andere Gruppen zu hassen und nach der Obrigkeit zu betteln, die sie beschützen und für Recht und Ordnung sorgen sollte und die ganzen anderen Rechtfertigungen, die Tyrannen benutzen. Auch wenn es für einen Film ungewöhnlich ist, hoffe ich, dass sich viele Zuschauer in den Arbeitern, die auf Mr. Smiths Lügen und Manipulationen hereingefallen sind, selbst wiedererkennen. Dass sie realisieren, oh verdammt, ich hätte das wahrscheinlich auch getan. In der Hoffnung, dass sie es im wirklichen Leben nicht mehr tun. Dass sie die Tricks durchschauen und nach dem Film stärker darauf achten, wie sie manipuliert werden können. Es sind immer nur ganz normale, hart arbeitende Menschen, die den Tyrannen die Macht geben. So läuft das in dieser Welt. Egal ob im großen oder kleinen Maßstab. Die Tyrannen erhalten ihre Macht immer nach dem gleichen Schema. Ein einzelner Psychopath, der die Welt regieren will, ist keine Bedrohung, wenn ihm nicht Hunderttausende oder Millionen von Menschen, die auf seine Lügen hereinfallen, zur Macht verhelfen. Wenn irgendein selbsternannter Diktator sagt, ich regiere die Welt, und alle anderen sagen, nein, das tust du nicht, wer ist er dann schon? Nur ein Geisteskranker, der irgendwas vor sich hin plappert. Er wird nur dann gefährlich, wenn er es schafft, die Leute so zu manipulieren, dass sie ihm zujubeln und zur Macht verhelfen. Es kommt mir darauf an, dass die Menschen das erkennen und bemerken, wie leicht sie selbst darauf hereinfallen können. Die meisten Menschen tun es immer noch, und deshalb wiederholen sich die menschlichen Tragödien der Geschichte immer und immer wieder. Eine Autorität existiert in der Realität nicht. Sie ist nur ein Glaube, und zwar der zerstörerischste Glaube, den es je gegeben hat. Der Glaube daran, dass irgendein Typ da drüben das Recht haben soll, den Rest von uns hier zu beherrschen, dass sein Wort für uns Gesetz ist und dass wir verpflichtet sind, ihm zu gehorchen. Das ist die Kernbotschaft, die in der Jones-Plantage sehr gut zum Ausdruck kommt. Das war letztendlich der Anlass dafür, diesen Film zu machen. Das ist das Thema von fast allem, was ich schreibe und woran ich arbeite. Die Jones-Plantage zeigt ganz gut, was passiert, wenn man jemandem das Recht gibt, andere zu beherrschen. Es wird schiefgehen. Ich denke, Prinzipien und Konzepte lassen sich kaum neutral betrachten, beurteilen und bewerten, wenn sie räumlich und zeitlich nahe an der gelebten Realität sind. Wenn ich mit anderen rede, beziehe ich mich oft auf die Sklaverei und sage zum Beispiel, damals war es gesetzeskonform, geflohene Sklaven wieder einzufangen und Leute zu verhaften, wenn sie Sklaven das Lesen beibringen und so weiter. Do you think that those laws were okay? Waren solche Gesetze aus deiner Sicht okay? Und alle sagen sofort, dass so etwas furchtbar ist. Es fällt ihnen leicht, über eine andere Zeit und einen anderen Ort zu reden, weil es dort um eine andere Autorität geht, vor der sie selbst nicht niederknien. Es hätte Nazi-Deutschland sein können oder die Sowjetunion oder was auch immer, aber ich denke, je weiter es vom Hier und Jetzt entfernt ist, desto leichter ist es für die Leute, über die abstrakten Prinzipien nachzudenken und sie dann, hoffentlich, auf die Gegenwart anzuwenden. Ich gehe davon aus und hoffe, dass viele Leute den Film sehen und dann Stunden oder Tage oder Wochen oder Monate später denken, oh oh, das ist genauso wie in dem Film, wenn sie sich die Nachrichten und politischen Reden und das ganze Zeug ansehen. Die Parallelen sind sehr offensichtlich, aber es ist im ersten Moment viel leichter zu verdauen, wenn es erstmal um eine andere Zeit und einen anderen Ort geht. Die Parallelen sind ziemlich offensichtlich. Natürlich werden manche Leute sie trotzdem nicht erkennen, auch nicht, wenn sie noch so offensichtlich sind. Wir haben uns nicht gerade Mühe gegeben, sie zu verstecken. Sie sind ziemlich offensichtlich. Aber es ist viel einfacher für die Leute, eine Geschichte aus einer anderen Zeit, an einem anderen Ort zu sehen, weil ihre persönliche Realität nichts damit zu tun hat. Sie fühlen sich nicht angegriffen, wenn sie sehen, wie Smith den Leuten Schaden zufügt und wie er sie manipuliert.
Und danach ist es Ihre Aufgabe zu erkennen, dass Ihnen genau das Gleiche angetan wird. Und zwar von Leuten, für die Sie bei den Wahlen abgestimmt haben. Es funktioniert besser, wenn Sie sich erstmal nicht persönlich angegriffen fühlen. Wenn man Ihnen sagt, dass der Typ, für den Sie gestimmt haben, ein Soziopath ist, der den Menschen dies und jenes antut, dann werden Sie sich verteidigen, auch wenn es voll und ganz den Tatsachen entspricht. Es ist einfacher, wenn man ihnen stattdessen eine unterhaltsame Geschichte erzählt, die nichts mit ihrem eigenen Leben zu tun hat. Eine Geschichte, die ihnen die Prinzipien näher bringt, worauf sie sofort oder mit der Zeit selbst feststellen können, wie viel das mit ihrer Realität zu tun hat, mit ihrem eigenen Leben und mit dem, was auf der Welt heute passiert. Viele Filme und Fernsehserien und so weiter zeigen die Übel der Sklaverei. Sie zeigen die tiefgründigsten Abgründe der Menschheit, die es nur geben kann. Also Menschen, die das Recht beanspruchen, andere zu besitzen und wie Eigentum zu behandeln. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es nicht um die Versklavung des Körpers, es geht um die Versklavung des Geistes. Es gibt hier große Unterschiede. Sicher wird in diesem Film gezeigt, wie schlecht die Sklaven behandelt werden, weil man nicht einfach einen Film über die Sklaverei machen kann, ohne dieses zu zeigen. Aber das alleine wurde schon oft genug thematisiert. Hier geht es darum, dass es bei den schlimmsten Unterdrückungen und Versklavungen nicht um die Kontrolle der Körper geht, sondern um die Kontrolle des Geistes. Frederick Douglass war ein ehemaliger Sklave, der eine Autobiografie geschrieben hat. Darin beschreibt er, wie lange es dauerte und wie mühsam es war, herauszufinden, dass Sklaverei nicht in Ordnung war. Aus heutiger Sicht ist es einfach zu sagen, dass es für die Sklaven offensichtlich war, dass die Sklaverei falsch ist und dass sie alle weglaufen sollten. Aber das war es damals nicht. Frederick Douglass und Harriet Tubman beschreiben, dass es nicht offensichtlich war. Sie waren so sehr überzeugt davon, dass die Dinge nun mal so sind, wie sie damals waren. Dass sie also dazu verpflichtet seien, ihren Herren zu dienen und hart zu arbeiten. Es ist wirklich schwer, sich aus heutiger Sicht vorzustellen, dass das damals irgendjemand, vor allem die Leidtragenden, tatsächlich geglaubt hat. Aber genau so war es. Frederick Douglass beschreibt, wie er langsam herausfand, dass er das Recht hat, frei zu sein. Dass er seinem Herrn, seinem Besitzer, zu nichts verpflichtet ist. Es ist erstaunlich und verstörend zugleich, wie schwer er sich damit getan hat, zu erkennen, dass das einfach nicht in Ordnung war. Ich wünsche mir, dass die Menschen verstehen, wie sehr die Sklaverei und alle möglichen anderen Formen der Unterdrückung das Ergebnis von guten Menschen sind, die indoktriniert und geistig manipuliert wurden. Im Film geht es nicht um irgendeinen Bösewicht, der anderen androht, sie zu verprügeln, wenn sie nicht tun, was er sagt. So würde Unterdrückung in der realen Welt einfach nicht funktionieren. Der Film zeigt besser als jeder andere, den ich kenne, wie die Gedankenkontrolle funktioniert und wie die hinterhältigsten, bösartigsten Menschen der Welt tatsächlich die Macht bekommen, die sie haben, um mit dieser Macht ihre Gräueltaten zu begehen. Sie tun es nicht trotz der guten Menschen, sondern mit Hilfe der guten Menschen. Es ist traurig, das mit ansehen zu müssen, und es ist höchste Zeit, dass es mehr Menschen gibt, die verstehen, wie es dazu kommen kann, sodass sie nicht mehr unabsichtlich dazu beitragen, dass so etwas passiert. Ich denke, dass es hier und jetzt mehr Menschen gibt als je zuvor, die dafür offen sind, zu verstehen, worum es geht. Ich denke, dass dieser Film zeitlos ist. Und genau jetzt ist die Zeit, in der die Menschen wie nie zuvor dazu bereit sind, die vollständige Tiefe, die Prinzipien und Konzepte dieses Films zu verstehen. I don't think there's ever been a time as good as right now for people to be receptive to that. And of course, you know, time will tell. Es wird sich zwar zeigen, wie ihn die Leute interpretieren oder fehlinterpretieren, aber bei alledem, was momentan geschieht, also was für ein lächerliches, absurdes Theater die Politik in Amerika und auf der ganzen Welt inzwischen darstellt, der Polizeistaat in Australien zurzeit und so weiter, ich glaube, dass immer mehr Leute anfangen, die Dinge grundlegend zu hinterfragen.
I do think a lot more people are starting to question things at a base level, because usually, well, to use an analogy from the movie, usually, um nochmal auf den Film zurückzukommen, wenn den Leuten das, was Mr. Jones macht, nicht passt, ist alles, was ihnen normalerweise einfällt, Mr. Johnson zu wählen. Where all they can think of is, we need a different guy on the throne. So war das meistens in der Geschichte. Alles, was ihnen in den Sinn kommt, ist, dass sie irgendwen anderen brauchen, der auf dem Thron sitzt. Ich denke, dass die Menschen inzwischen mehr denn je dazu bereit und in der Lage sind, zu erkennen, dass vielleicht der Thron das Problem ist und nicht der Typ, der darauf sitzt.